Informationen zum Buch und zur Autorin. Informationen zum Buch. Da Kriegstraumata über mehrere Generationen hinweg übertragen werden können, ist Deutschland, wie zahlreiche andere Länder der Welt, auch nach Jahrzehnten des Friedens noch immer ein kriegstraumatisiertes Land. An den Traumafolgen früherer Kriege leiden nicht nur Menschen, die Krieg direkt miterlebt haben und deshalb durch eigenes Erleben direkt kriegstraumatisiert sind, sondern so gut wie immer sind indirekt transgenerational auch diejenigen kriegstraumatisiert, die traumatisierte Eltern und Bezugspersonen haben und oder die in insgesamt kriegstraumatisierten Gesellschaften leben. Kriegsenkel und deren Nachkommen, die nie direkt vom Krieg betroffen waren, weisen vielfach typische Symptome von transgenerationaler Kriegstraumatisierung auf. Sie wissen und glauben aber oft nicht, dass sie kriegstraumatisiert sein könnten. Für ihre körperlichen und psychischen Beschwerden bringen Familie, Gesellschaft und Therapeuten oft wenig Verständnis auf. Das Buch »Prüfverfahren zur Feststellung von transgenerationaler Kriegstraumatisierung« richtet sich vor allem an Angehörige der Gesundheits- und Pflegeberufe, an deren Ausbilder sowie an alle, die selbst direkt und oder indirekt von Kriegstrauma betroffen sind oder sein könnten. Das Buch soll nicht nur für ererbtes Kriegstrauma sensibilisieren. Im Praxisteil werden dem Leser konkrete Methoden bzw. Prüfverfahren an die Hand gegeben, mit denen jeder für sich selbst oder für Klienten mit einfachen Mitteln herausfinden oder herausfinden lassen kann, ob transgenerationale Kriegstraumatisierung vorliegt. Alle genannten Verfahren werden in leicht verständlicher, eingänglicher Form beschrieben, sodass sich das Buch gerade auch für Einsteiger in dieses wichtige und oft unterschätzte Thema eignet. Die Autorin ist auf den Bereich transgenerationale Traumatherapie spezialisiert und wendet alle genannten Verfahren selbst an. Die vorliegende Publikation basiert auf der Facharbeit Sensibilisierung für typische Aspekte von transgenerationaler Kriegstraumatisierung im Rahmen von Traumatherapie bei Flüchtlingen, kann aber auch separat gelesen werden. Publikationen und Videos der Autorin. Erstens: Sensibilisierung für typische Aspekte von transgenerationaler Kriegstraumatisierung im Rahmen von Traumatherapie bei Flüchtlingen. Zweitens: Prüfverfahren zur Feststellung von transgenerationaler Kriegstraumatisierung mit Grundlagen Trauma, Kriegstrauma, transgenerationale Traumatherapie, ein Leitfaden. Drittens: YouTube-Kanal Hypnose Center München. Hier finden Sie Videos zu transgenerationaler Kriegstraumatisierung. Viertens: Auch der Blog Hypnose Center München unter www.hypnosecenter.de/blog-hypnosis-center ist eine Quelle für Informationen zu transgenerationaler Kriegstraumatisierung. Weitere Quellen im Internet. Erstens: https://www.hypnosecenter.de, https://www.transgenerationale-traumatherapie.de. Drittens: https://www.transgenerationales-kriegstrauma.de. Viertens: https://learngalaxy.de. Auf YouTube und auf Facebook finden Sie mich bzw. uns unter den Suchbegriffen Hypnose Center München. Informationen zur Autorin: Dr. Fehl Ilona Hündgen. Lehramtsstudium Deutsch-Latein-Philosophie-Pädagogik. Referendariat, Lehrämter Sekundarstufen 2 und 1, Deutsch und Latein. Promotion im Fach Pädagogik über Hypermedia-Kompetenz. Tätigkeiten in Technologie- und IT-Beratungsunternehmen, in Klammern Kommunikationslösungen, E-Learning, Consulting. CEO LearnGalaxy, www.learngalaxy.de. Fortbildungen zum Live-Online-Trainer für den Unterricht in virtuellen Klassenzimmern. Initiierung europäischer Live-Online-Forschungsprojekte in Klammern Lancelot. CEO Hypnose Center München. Heilpraktikerin für Psychotherapie, Traumatherapeutin. Hypnosetherapie, Regressionstherapie, Jägertherapie, Arbeit mit Träumen, systemisch-transgenerationale Traumatherapie.
Thank you.